Also, grüezi miteinander, schön sind ihr da. Schön hat es jemand unter uns oder mehrere unter uns, die in den wohlverdienten Ferien sind. Wir denken auch an die. Habt ihr auch schon mal ins Himmelreich hineinschauen können? Oder in Schweizer Hochdeutsch gesagt, konntest du auch schon mal einen Blick ins Himmelreich werfen? Ja? Seid ihr bereit, einen Blick zu wagen? Durch seine Gleichnisse in der Bibel gibt uns Jesus Einblicke ins Himmelreich. Das Bekannte in den Gleichnissen sind Handlungen des gewöhnlichen Alltags. Ja, da bin ich jetzt nicht so sicher. Ja, gewöhnlichen Alltags. Das Unbekannte, das ist das Himmelreich. Jesus spricht von den Geheimnissen des Himmelreichs. Das Himmelreich ist für das menschliche Auge unsichtbar, verborgen, unbekannt, eben ein Geheimnis. Darum gebraucht der Herr Gleichnisse, um das Handeln Gottes und den göttlichen Heilsplan zu beschreiben. Alle, die es wollen, können das Geheimnis entschlüsseln. Heute wollen wir mal das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen genauer anschauen. Unkraut? Das tönt aber nicht gut. Könnten wir bei diesem Gleichnis nicht eine schönere Überschrift wählen? Wie wäre es damit? Ein Gleichnis für Gottes Geduld. Genau, das tönt doch schon viel besser. Aber warum? Wir starten mal mit Matthäus Kapitel 13, wo Jesus mit seinen Jüngern ans Ufer des See Genezareth ging. Da könnt ihr wählen, welches Bild euch besser gefällt. Da kamen so viele Leute zu ihm, dass Jesus kurzerhand in ein Boot stieg und daraus unter anderem folgendes Gleichnis erzählte. Wir lesen die Verse 24 bis 30. Das ist ein langes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zum Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete, nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lass beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeiter sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. In diesem Bibelwort wird von zwei extremen Gegensätzen gesprochen. Könnt ihr welche erkennen? Sehr schön. Unkraut und Weizen. Dann haben wir noch Landbesitzer und Gegenspieler? Feind. Gut.
und verbrennen und sammeln für die Scheune. Und dieser Gegensatz kommt in der ganzen Bibel immer wieder vor. Dieser Gegensatz wird auch Dualismus genannt. Licht, Finsternis, Himmel, Hölle, eben Weizen und Kraut und so weiter. Und wo finden wir diesen Gegensatz in unserer Welt auch noch? Es sollte uns nicht schwerfallen, diejenigen, die viel Bücher lesen, denkt doch nur an das bekannte Buch von Leo Tolstoi. Krieg und Frieden, ganz genau. Liebe, Hass. Zwei Gegensätze. Auf der Welt hat es keine Äcker und keine Gärten, auf denen nur Ähren oder Blumen wachsen. Das Wachsen von Nutzpflanzen und der sogenannten Begleitvegetation, also den Unkräutern, liegt ganz eng zusammen, wie Licht und Finsternis. Aber diese Welt ist in allen Aspekten Gottes Schöpfung. Was bedeutet nun dieses Gleichnis und was bedeutet es nicht? Das ist bei den Erzählungen Jesu immer eine ganz wichtige Frage. Sonst wird nämlich ganz leicht der falsche Schluss oder die falschen Schlüsse gezogen. Jesus redete oft in Gleichnissen oder Parabeln, die neben ihrer offenkundigen Aussage, also das Bekannte, noch einen weiteren übertragenen Sinn, also das Unbekannte haben. An der Reaktion der Zuhörer zeigte sich, wer zu denen gehörte, die Jesus nur wegen seiner Wunder nachriefen und wer wirklich verstehen sollte, was er lehrte. Hört genau auf das, was ich euch sage, was Jesus zu bedenken gab. Die erste Gruppe nämlich begnügte sich nur mit dem oberflächlichen Zuhören. Die anderen dagegen wollten den eigentlichen Sinn der Rede Jesu verstehen und baten ihm um Erklärungen. Doch wir gehen zurück zur Erzählung. Da hast du hart gearbeitet. Du hast ordentlich Samen gesät. Jetzt legst du dich schlafen. Du darfst das nach der Arbeit auch getrost machen. Niemand kann von dir erwarten, dass du Tag und Nacht dein Ackerfeld bewachst. Aber dann ist noch eine ganz andere Hand mit im Spiel. Zunächst passiert einmal gar nichts. Alles wächst heran. Doch dann, eines Tages, stellst du fest, da ist über Nacht etwas Schreckliches passiert. Unkraut unter dem Weizen. Und nicht nur so zufällig, sondern bewusst hineingesät. Da ist jemand mit einer Unkrautmischung nachgegangen und hat dir das Weizenfeld ganz bewusst und heimlich verunkrautet. Das Unkraut, das wir in der Bibelübersetzung lesen, ist Lolch. Genau genommen heißt die Pflanze Taumellolch oder Tollkorn. Es handelt sich um eine giftige Grasart, die in Palästina auf Weizenfelder vorkommt. Die Halme wachsen bis 70 cm hoch und sind äußerlich von den Weizenpflanzen kaum zu unterscheiden. Vergiftungssymptome sind Taumeln, Kopfschmerzen, Sehstörungen, eingeschränktes Sehvermögen. Ja, nein, das ist doch falsch. Eingeschränktes Denkvermögen. Tod durch Atemlähmung kann auch eintreten. Einem Feind Unkraut ins Feld zu säen,
war zur antiken Zeit nicht ungewöhnlich. Man konnte damit die gesamte Ernte eines Feindes vernichten und ruinieren. Diese Tat war im Römischen Reich sogar unter Strafe gestellt. Zwingli, Luther und andere Bibelübersetzer haben einfach Unkraut geschrieben, denn sie wollten ja Worte wählen, die hier in Europa allgemein bekannt sind. So kommt es, dass wir diese Geschichte als Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen kennen. Doch wieder zurück zur Erzählung. Zunächst wird es dir wie dem Mann im Gleichnis erst einmal schlecht gegangen sein mit dieser Erkenntnis: Lolch Unkraut unter meinem schönen Weizen. Wie geht es uns damit, wenn auch wir in unserem Leben das Gute neben dem Schrecklichen sehen und erfahren, das Böse in seiner Macht, sogar in unserem Leben? Da haben Eltern ihr Kind sorgfältig erzogen. Sie haben Abend für Abend an seinem Bett gesessen und mit ihm gebetet. Sie haben ihm ihren Glauben vorgelebt. Und dann stellen sie auf einmal fassungslos fest, dass da noch etwas anderes aufbricht. Regungen im Kind, die ihnen nicht geheuer sind, da strahlt von einer anderen Seite etwas hinein, gegen das sie nichts machen können. Das Böse sät neben dem Guten. Das Kind kommt auf die gottlose, schiefe Bahn. Was kann uns, was kann dir in diese Situation hinein dieses Gleichnis sagen? Oder was sagt es nicht? Gleichnisse sind nämlich keine Kochrezepte, man nehme, oder Gebrauchsanweisungen für Gemeindeentscheidungen. Mit seinen Gleichnissen will Jesus uns vielmehr die Augen öffnen über Gott und sein Reich. Das geht beim Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen auch ziemlich gut, weil Jesus seinen Jüngern später eine Verständigungshilfe für dieses Gleichnis gegeben hat. Er hat ihnen erklärt, was ist in dem Gleichnis. Toll, nicht wahr? Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Söhne des Reichs. Das Unkraut, das sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetze übertreten haben. Und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne aufleuchten. Wer Ohren hat, der höre. Wart ihr auch sehr angetan von diesen schönen Bildern und habt vergessen zu horchen, was gesagt wurde? Also, nochmals. Dann verließ er, also Jesus, die Menge und ging nach Hause. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte
ist das Ende der Welt. Die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Bevor wir zu einem Versuch einer Auslegung finden, müssen wir was klären, denn sonst könnten wir Jesus missverstehen. Die Frage stellt sich nun, wer oder was ist der Acker? Der Acker ist die Welt und nicht die Gemeinde. Es geht also hier überhaupt nicht um Überlegungen zu unbußfertigen Sündern in der Gemeinde. Es geht um die Situation in der Welt. Dabei wird die Gemeinde Jesu als der Weizen verstanden, die gottlosen Menschen aber als das Unkraut, genau genommen als der Lolch. Das ist erst einmal wichtig, um dieses Gleichnis nicht falsch zu verstehen. Was aber kann es uns dann sagen? Beides kommt zur Vollendung, das Gute und das Böse. Der Sämann sagt hier seinen Knechten auf deren Anfrage: Nicht ausreißen, lasst beides wachsen. Zur Zeit der Ernte wird dann der Weizen vom Unkraut geschieden. Und wir fragen entsetzt, warum denn? Warum kann Gott nicht sofort den Weizen vom Unkraut lösen? Wie viel Sorge und Last hätte uns das erspart? Oh, lieber Gott, reiß es aus, dann hätten wir doch lauter Friede, Freude, Eierkuchen. Aber eben, beides, das Gute und das Böse wächst heran und kommt zur Vollendung. Beides wird größer und stärker. Die göttliche Saat neben der satanischen. Das Böse greift immer mehr und schrecklich um sich. Das Lesen, Hören und Sehen wir doch tagtäglich in den Medien. Die Aufrüstung floriert. Die weltweiten Kriege nehmen kein Ende. Ein Krieg löst den anderen ab. Ich denke da an den Aggressionskrieg von Russland gegen die Ukraine. Die ganze Erde leidet durch Kriege, Pandemien, Ausbeutung und Hunger. Viele Menschen lassen sich durch Fake News und Avatare blenden. Das Böse wächst prächtig heran. Die Machenschaften des Lolchgiftes sind in der Welt spürbar. Was aber ist zu tun angesichts dieser Lage? Aufgeben oder das böse Spiel mitspielen? Nein, keines von beiden. Das Ende unseres Gleichnisses macht in erschreckender Weise deutlich, was passiert. Gott wird am Tage seines Gerichts seinen Engeln, und aufgepasst, nicht uns, seinen Engel befehlen, das Unkraut auszusondern und zu vernichten. Es hat keine Zukunft, es wird verbrannt. Müssen wir uns nun entmutigen lassen, weil das Böse in der Welt so wie Unkraut wuchert? Nein, müssen wir absolut nicht. Es kommt ja neben dem guten Weizen zur Reife, so Gott es zulässt. Es wird so oder so weiter wachsen. Wichtig ist, dass wir am Ende zum Weizen gehören, zur guten Saat, und dass wir dabei bleiben als Nachfolger Jesu Christi. Deshalb gilt, Menschen, die zu Gott gehören, sind in diesem Bereich Realisten.
Sie ertragen das Wachstum der bösen Saat und wundern sich nicht darüber, aber sie halten sich zum Weizen und versuchen, andere davon zu überzeugen, dass das Unkraut eine fruchtlose Zukunft hat. Ja, welche Zukunft nun? Was haben wir gelesen? Das Wort Hölle ist hier absolut am richtigen Platz. Das Gleichnis spricht ja bewusst vom Verbrennen des Unkrauts. Lass doch du und ich, lass uns helfen, dass möglichst viele Menschen vor dem Verbrennen, vor der Hölle bewahrt werden. Lass uns ihnen helfen, die richtige Erbanlage zu pflegen, nämlich die des Weizens. Und lass uns selber Weizen bleiben. Aber ausreißen und richten wie im Mittelalter dürfen wir nicht. Es wurden zu viele Menschen durch die Inquisition auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Es steht aber noch etwas im Gleichnis. Weizen und Unkraut sind schwer zu unterscheiden. Der Herr im Gleichnis sagt ganz deutlich, lasst das Unkraut wachsen. Ihr würdet sonst beim Sammeln des Unkrauts auch den Weizen ausreißen. Warum? Das Lolchunkraut verschlingt sich nämlich mit den Wurzeln des Weizens. Ein Ausreißen hätte fatale Folgen für den guten Weizen. Und noch etwas Wichtiges. Weizen und Unkraut sind erst bei der Ernte wirklich klar und schadlos zu unterscheiden und zu trennen. Das Unkraut ist hier ja der giftige Lolch, wie er in Israel bekannt war. Lolch ist wirklich erst vom Weizen zu unterscheiden, wenn er seine schwarzigen, giftigen Fruchtstände zeigt. Vorher sieht er dem Weizen ganz ähnlich. Was Jesus uns also deutlich macht, habt Geduld mit den Menschen und den Zuständen in der Welt. Habt Geduld. Regt euch nicht auf. Wir werden sie nicht ändern können, weil eben das Unkraut neben dem Weizen groß wird. Das Unkraut wächst mit, schadet aber dem guten Samen nicht. Solange die Gemeinde wachsam bleibt, der gute Samen bleibt erhalten bis zum Tag der Ernte. Ja, bin noch nicht fertig. Die Frage stellt sich an dieser Stelle dennoch, was müssen wir tun? Jesus hat in diesem Gleichnis nicht erklärt, wer denn diese übereifrigen Knechte sind, die den Lolch sofort ausjätten wollten. Er hat nicht gesagt, die Knechte sind die Gemeindeleitenden oder die selbsternannten Gemeindepolizisten, die am liebsten all diejenigen aus der Gemeinde ausschließen würden, die sich unchristlich benehmen. Nur jene Knechte, die zum Schluss die Ernte einbringen, hat Jesus mit dem Ausmerzen beauftragt. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetze übertreten haben. Es sind die Engel, die beim jüngsten Gericht sozusagen als Gerichtsdiener und Urteilsvollstrecker auftreten. Das bedeutet aber nicht, hier und jetzt nichts zu tun. Wir müssen alles tun, damit Christus möglichst viele Menschen verändern kann. Lebt mit Nächstenliebe in dieser Welt. Bekennt euch als gute Saat zu Christus. Erfreut euch am Hier und Jetzt. Seid Vorbilder. Es spricht auch nichts dagegen, die frohe Botschaft zu verkünden. Das ist ja unser Missionsauftrag. Aber hadert nicht mit der Bosheit in der Welt. Habt Geduld, seid gelassen. So können wir getrost
aufatmen. Erst am Tage des Gerichts wird die Trennung zwischen Gemeinde und Welt offenbar werden. Solange müssen wir geduldig in der Umgebung des Bösen leben. Nicht angepasst, aber als gute Saat. Denn wir dürfen und sollen so leben, wie Gottes Auftrag und Chance ist. Als Weizen unter dem Lolch, als Schafe unter den Wölfen, voller Hoffnung und voller Zeugniskraft Jesus Christus gegenüber. Und jetzt kommt das Highlight oder auch das Happy End der Predigt. Die große Gnade unseres Vaters im Himmel. Denn im Gegensatz zum giftigen Unkraut können Menschen durch die Gnade Gottes jederzeit ihr Herz öffnen und den Fruchtstand ändern. Böse Menschen können gerettet werden. Sie können sich Jesus Christus anvertrauen und seinem Tod am Kreuz als Chance zur Veränderung begreifen. Sie können umkehren und dann werden sie zum Weizen und ihr Fruchtstand wird der Fruchtstand des Weizens. Zehnfältig, hundertfältig, tausendfältig. Wer aber soll dem Unkraut den Weg zu dieser Veränderung zeigen? Wenn nicht wir, der Weizen der Welt? Deshalb lasst unsere Energie nicht vergeuden durch das Jammern über die ach so böse Welt. Die Welt ist, wie sie ist. Und Gott lässt sie heranreifen, damit der Weizen nicht verletzt wird, sondern im Gegenteil, damit er sich vermehrt. Deshalb ist die Antwort auf diese böse Welt eine große Gelassenheit in der Gemeinde Jesu und das mutige Zeugnis für das Leben aus Christus. Damit mach auch du bitte mit. Und dabei segne uns Gott Gelassenheit und Treue zu Jesus. Amen. Wir stehen jetzt auf zum Gebet. Vater im Himmel, allmächtiger Gott, wie ein umsichtiger Gärtner begleitest du das Leben, das du schenkst. Licht und Schatten, Aufleben und Absterben, nichts fällt aus deiner Sorge und Liebe. So kommen wir zu dir mit den hellen und dunklen Seiten des Lebens. In uns und um uns meinen wir Böses und Gutes zu erkennen. Schenke uns den mutigen Blick auf uns selbst und ein weites Herz füreinander. Richte uns auf, damit wir es schaffen, das helle und dunkle Leben in uns und um uns in deine Obhut zu geben. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.